Wenn ein KI-Projekt im Unternehmen starten soll, sollten alle Beteiligten wirklich gut vorbereitet sein. Dabei gibt es aber einige Stolperfallen und wie man die aus dem Weg räumt, erfahrt ihr jetzt im Video. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance-Computing und Cloud. Wen muss ein Unternehmen überzeugen, damit KI-Lösungen erfolgreich sein können? Also beginnen sollten wir natürlich mit den Mitarbeitern, die direkt mit dem Projekt befasst sind und da einen direkten Einfluss auf ihre Arbeit haben. Aber auch die anderen Mitarbeiter im Unternehmen sollten einfach informiert werden, was sich denn in Zukunft ändert, um Ängste abzubauen. Und wirklich nicht zu vergessen, außerhalb des Unternehmens ist der Kunde sehr wichtig, der informiert werden muss, um ihm aufzuzeigen, wann sich vielleicht Situationen für ihn ändern, aber auch welche Vorteile er davon hat, um Sorgen und Ängste auch hier wieder zu reduzieren. Wie sollten Unternehmen vor dem Einsatz einer KI-Lösung vorgehen? Es muss auf jeden Fall klar sein, dass sich mit der Einführung von einer künstlichen Intelligenz Prozesse ändern werden. In- und Outputs werden ein anderes Format haben müssen, so dass man gegebenenfalls Prozesse mit einem Change Management komplett anpassen muss. Was aber auch klar sein muss, dass die Daten, die rein und rauskommen, entsprechend aufbereitet sein müssen, beziehungsweise dem Output durch die Mitarbeiter auch vertraut werden muss. Hier gibt es darüber hinaus auch eine entsprechende Guideline, die von der Deutschen Telekom mal aufgestellt wurde, an der man sich schön orientieren kann, auf welche Bereiche man vielleicht achten sollte. Wie können Entscheider bei der Einführung einer KI-Lösung den Überblick behalten? Mit einer ganz simplen Checkliste. Man muss natürlich starten, um zu identifizieren, was der eigene Schmerz ist, um in diesem Self-Assessment Abgrenzung für das eigentliche Thema zu schaffen. Also was möchte ich wirklich lösen, um nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau eben zu suchen? Das würde noch mehr Komplexität reinbringen und vielleicht gar nicht zum Ziel führen. Bei Design Thinking Workshops können Experten dabei helfen, um genau den Schmerz zu identifizieren, aber auch bei der Planung und Implementierung in die späteren Prozesse helfen, um da den Weg schon ein bisschen zu ebnen. Checkliste, Roadmap, Leitlinien. Ist das Projektmanagement beim Einsatz von KI in Unternehmen überhaupt zu stemmen? Gemeinsam schaffen wir das schon, na klar. Es ist aber in der Tat darauf zu achten, dass man im ersten Projekt sich Unterstützung holt. Denn ein erfahrener Projektmanager für Geräte oder die Implementierung neuer Prozesse ist eben kein KI-Experte. Deswegen hilft es wirklich, beim ersten Projekt auf Partner oder Expertise zurückzugreifen, um das auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Weitere Infos gibt's auch im KI White Paper, kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.